Liebe, euer Herzen soll kein Hindernis erstehen. Lieb ist nicht Liebe, die in der Zeitenwechsel wechselvoll, unwandelbar nicht stets im Wandel bliebe. Shakespeare? Kein Narr der Zeit ist Liebe. Ob getroffen der Jugendblüte fällt im Sensenschlag. Die Liebe wankt mit Stunden, nicht und Wochen. Nein, dauert an bis zu dem jüngsten Tag. Er ist echt? Oh, das ist wundervoll. Ich danke dir. Ich wusste, es wird dir gefallen. Kann dies als Irrtum mir gedeutet werden? So schrieb ich nie. Ward nie geliebt auf Erden. Genug für heute. Meine Feder ruft. Er arbeitet gerade bestimmt an Romeo und Julia. Er trägt den Mantel der Loge. Der Graf von Saint-Germain. Und der andere? Paul, 1609 lebte doch schon der erste Zeitreisende. Lancelot de Villiers. Ihr seid verblendet, mein Sohn. Lasst euch von der Güte Gottes Allmächtigen lenken. Glaubt ihr wirklich an die Allmacht eures Gottes? Es ist verwerflich, wie ihr euch über die Gesetze der Zeit hinwegsetzt und unsere Gabe nutzt, um die Zukunft in eurem Sinne zu manipulieren. Hat nicht jeder von uns die Pflicht, die Zukunft zum Guten zu lenken? Ich werde eure teuflische Zeitreiseapparatur zerstören. Ihr wollt eine Welt nach euren Regeln schaffen und erhebt euch über die Schöpfung und über Gott, die Allmächtige. Meine neue Weltordnung ist weit bedeutender. Bleib hier. Bedeutender als euer Leben, mein werter Vorfahr. Der Bernstein. Kommt, wir verschwinden. Komm, Lucy. Seit Hunderten von Jahren wird das Zeitreisegehen in den Familien der De Villiers und Montrose weitervererbt. Aber erst seit kurzem ist klar, dass ausgerechnet ich, Gwendolyn Shepherd, Fettnäpfchen-Queen, Tollpatsch, Chaotin und schwarzes Schaf der Familie, dieses Gen geerbt habe. Wegen dieser Genmutation muss ich regelmäßig mit Hilfe des Chronographen durch die Zeit reisen. Wenn nicht, werde ich von unkontrollierten Zeitsprüngen überrascht. Und das ist furchtbar gefährlich. Los, vorwärts. Wirst schon sehen, was wir mit Leuten wie dir machen. Ich bin abhängig von der Wächterloge, denn sie kontrollieren den Chronographen. Und jetzt auch mich. Eigentlich dachten alle, dass meine Ich-bin-viel-besser-als-du-Cousine Charlotte das Gen geerbt hat. Sie lebe hoch. Aber nun bin blöderweise ich der Rubin. Möglicherweise ist Gwendolyn unsere neue Charlotte. Das ist ein Scherz, oder? Gideon de Villiers ist der Diamant und wurde jahrelang gemeinsam mit Charlotte auf ihre Aufgabe hier in der Loge vorbereitet. Hände weg von Gideon! Verstanden? Mich halten alle für eine totale Versagerin. Gwendolyn verfügt über zwei linke Füße und den Verstand einer Erbse. Deshalb erklärt mir hier auch niemand, wie das hier alles zusammenhängt. Da gibt es diesen obskuren Grafen von Saint-Germain. Selbst ein Zeitreisender und immer noch so etwas wie der Chef der Loge, obwohl er im 18. Jahrhundert lebt. Ich traue diesem alten Knacker nicht über den Weg. Ich werde nicht dulden, dass du gegen meine Regeln verstößt. Er hat die Order gegeben, dass das Blut aller Zeitreisenden unbedingt in den Chronographen eingelesen werden muss. Meine Cousine Lucy war vor mir die letzte Zeitreisende unserer Familie. Sie hat sich mit der Loge angelegt und musste deshalb in die Vergangenheit fliehen. Den Chronographen hat sie mitgenommen, um zu verhindern, dass der Blutkreis geschlossen wird. Ergebt euch!
Die Loge hat einen zweiten Chronographen, mit dem sie nun versuchen, den Kreis zu schließen. Die ultimative Frage ist, warum ist Lucy abgehauen? Und was hat das alles mit mir zu tun? Gideon? Ja, hör zu. Lady Tilney war am 30. Oktober 1912 mit zwei netten Verwandten im Hyde Park Golf spielen. Das müssen Lucy und Paul gewesen sein. Doch, wir müssen sie treffen. Wann kannst du hier sein? Miss Gwendolyn, Sie dürften hier doch gar nicht. Was suchen Sie überhaupt? Antworten auf mindestens 1000 Fragen. Mr. George, Sie müssen uns noch mal helfen. Wir müssen nach 1912. Mit wem sprachen Sie gerade? Ich? Mit niemandem. Hat ja auch niemand außer mir Zugang zum Archiv. Es wird sich hier einiges ändern. Mr. George ist ein alter Freund meines Großvaters und der Einzige, dem ich hier über den Weg traue. Miss Gwendolyn, schauen Sie mich nicht so an. Sie wissen genau, dass ich Ihnen nicht helfen darf. Gideon, mein Zeitreisebegleiter. Besserwisser, Kampfmaschine, Herzensbrecher, Klugscheißer, arroganter Kotzbrocken und... Und dabei verdammt sexy. Oh. Oh. Ich würde dich auch abwerfen. Mann! Der Idiot hat sich den Quatsch mit dem Damensattel überhaupt ausgedacht. Das ist doch völlig bescheuert. Name Shepard, nur weil sie sich mit der Etikette überfordert fühlen, muss man doch nicht gleich ausfallen werden. Nervös? Nicht, wenn du dich an die Abmachung hältst. Nur 3 Fragen, keine Alleingänge. Und wir gehen, wenn du es sagst. Ja, ich weiß. Oh. Wir sind auf der falschen Seite vom Serpentine Lake. Die Brücke ist noch nicht gebaut. Oh, und jetzt? Den ganzen Weg zurück. Galopp. Was? Hey. Nein. Oh. Warum habt ihr den Chronographen gestohlen? Dafür haben wir unsere Gründe, aber das wirst du schon noch rausfinden. Im Gegensatz zu dir bin ich bereit, Opfer für unsere Sache zu bringen, weil es das wert ist. Es ist beschämend, dass du den Lügen der Loge immer noch Glauben schenkst. Hey, Paul, hallo. Lucy. Lady Tilney. Hallo. Gwendolyn, sind sie auch nett zu dir in der Loge? Lass dir bloß nichts gefallen von diesen elitären alten Säcken. Und sag mir, wird Golf in der Zukunft wirklich so populär sein? Oder soll ich lieber Tennis spielen? Oder Rugby? Nein, Golf. Sie werden sogar in 3 Jahren die Royal Britannia Golf Trophy gewinnen als erste Frau. Also Golf! Wie wunderbar! Wir haben noch 10 Minuten. Ja. Warum habt ihr die Zeitmaschine gestohlen? Und warum seid ihr abgehauen? Um dich zu schützen. Schützen wovor? Eine besondere Macht wird erschaffen, wenn das Blut aller 12 Zeitreisenden in den Chronographen eingelesen ist. Und mit dir wird der Blutkreis geschlossen. Gwendolyn, dein Leben ist in Gefahr. Bitte pass auf dich auf. Ach, ist das so, ja? Und woher wollt ihr das wissen? Warum sorgt ihr euch angeblich so um Gwens Leben, dass ihr euer eigenes dafür aufs Spiel setzt? Ihr kennt sie doch gar nicht. Gwendolyn, du bist... Du bist besonders. Es gibt Indizien, Prophezeiungen, Hinweise in uralten Schriften. Wir reisen seit Jahren durch die Zeit, um alles zusammenzufügen. Okay, wir gehen jetzt. Warte. Wo ist der Chronograph, den ihr gestohlen habt? In meiner Zeit. Wir werden ihn an einem sicheren Ort für dich deponieren. Du musst den grünen Reiter finden. Er wird dich zu ihm führen. Was? Frag Grandpa Lucas. Gwendolyn! Du musst herausfinden, wem du trauen kannst und wem nicht. Um.
Gwen, kommst du? Leb wohl, Kleines. Chronograph, das würde Freiheit und Macht über unsere Zeitreisen bedeuten. Dann wären wir endlich unabhängig von der Loge. Ich vertraue Lucy und Paul nicht. Sie wollen uns nur verunsichern. Warum sollten sie das tun? Die neue Weltordnung, die der Graf entwirft, ist so revolutionär, dass es vielen Angst macht. Angst vor Veränderung. Wissenschaftler, Aufklärer, Visionäre. Ich meine, überleg doch mal. Galileo, Darwin, Da Vinci. Gideon, die Loge sind ein Haufen arroganter, menschenverachtender Typen, die sich für die Auserwählten halten. Das ist doch... Was ist denn... Nichts. Herrschaften, das ist eine Kirche. Hier küsst man sich doch nicht. Also, hey, pfui. Geht. Könnt ihr mal aufhören mit diesem Gesapper? Wer bist du? Verschwinde. Verschwinden? Ich... Geht's dir gut? Was? Nee, vergiss es einfach wieder. Geht mir jetzt hier rein? Jetzt ziehen die sich auch noch aus. Doch. Dass die sich nicht schämen? Hau endlich ab! Wie? Du siehst mich? Hui! Ja, man sieht Xemerius! Wie aufregend. Spielst du mit mir? Hm? Bitte. Ich glaube, wir sollten schnellstens zurück zur Loge. Oder? Wir machen einfach mal blau. Haben Sie schon wieder unzüchtige Gedanken, Mr. DWJ? Nein, ich würde nur gerne mal mit dir alleine sein. Hey, junge Lady, warte! Du kannst doch nicht weglaufen. Du bist die Erste, die mich sehen kann. Seit dem Mittelalter. Der Loge tritt heute zusammen. Das passiert äußerst selten und nur aus besonderem Anlass. Ich bin ja selber auch noch nie dabei gewesen, aber die Herren sind Nobelpreisträger, hochdekorierte Wissenschaftler, Würdenträger aus Politik und Kirche und sogar dem Königshaus. Und warum sagt mir das keiner? Ich hätte da noch so einige wichtige Fragen an die Gentlemen. Frauen sind im Männerkreis nicht zugelassen. Das war vor 300 Jahren schon so. Das wird sich auch vermutlich so schnell nicht ändern. Und worum geht's denn? Bei Männern geht es auch immer um Geld und Macht und wer den dicksten Wagen fährt, schätze ich. Ich glaube, die reden eher darüber, was ich hier für ein Störfaktor bin. Ja. Gut. Ich richte's aus. Sie werden dringend zum Elapsieren erwartet. Mr. Whitman ist ab sofort für Ihre Zeitreisen zuständig. Oh nein, warum denn ausgerechnet der? Weil es hier in der letzten Zeit zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Ich werde auf unseren Rubin aufpassen. Na toll. Wir haben ein neues Sicherheitssystem im ganzen Haus und dich wird von jetzt an immer jemand begleiten. Hallo, da bin ich wieder. Sag, dass du dich freust. Hey. Ist es nicht irgendwie bitter, dass so eine mächtige Geheimloge Angst vor jemandem wie mir hat? Aber Gwendolyn, von Angst kann nicht die Rede sein. Du solltest uns mehr Vertrauen schenken. Also ich würde diesem Schleimscheiß auf gar keinen Fall vertrauen. Fliege. Moment! Hey, junge Lady, so einfach kann man mich aber nicht abschütteln. Ich entstamme einer langen Ahnenreihe mächtiger Dämonen. Wissen Sie was? Ich muss schon seit 100 Jahren auf die Toilette. Fangen Sie einfach schon mal ohne mich an. Hier rein ins Klo? Echt? Das finde ich jetzt aber irgendwie eklig. Ey! Reiner! So, jetzt hörst du mir mal zu. Nur weil ich dich sehen kann, heißt das nicht, dass du mir hinterherrennen und mich nerven darfst. Verstanden? Also verschwinde einfach. Verschwinden? Du hast die Gabe, mich zu sehen. Also muss ich bei dir bleiben.
Altes Wasserspeiergesetz. Aber ich habe gerade echt andere Probleme. Ich kann mich nicht noch mit so einem durchgeknallten kleinen Geist rumschlagen. Cimmerius ist kein Geist. Ich bin ein mächtiger Wasserspeierdämon, beschworen im 11. Jahrhundert und dummerweise verflucht, endlos auf dieser Erde zu wandeln. Endlos? Das kann ja noch eine Weile dauern. Also bitte, bitte, lass uns Freunde werden. Ich bin noch sehr liebenswert, charmant, humorvoll, furchteinflößend, verschwiegen und sehr, sehr schlau. Also, was erwartest du noch von Cimmerius? Ich will dich eigentlich gar nicht sehen. Eine Frage noch, Herzchen. Boss, Chefin. Was ist denn das für ein Laden hier? Das ist das Hauptquartier der Wächterloge. Von hier aus werden seit Jahrhunderten die Zeitreisen der Genträger kontrolliert. Alles top secret. Zeitreisen? Du bist ganz schön schräg. Ich verstehe echt auch nur die Hälfte von diesem ganzen mystischen Kram. Hey, du brauchst Cimmerius. Zusammen werden wir den ganzen mystischen Kram lösen. Ich bin deine Geheimwaffe. Na gut. Aber du wirst nicht dabei sein, wenn ich rumknutsche und nicht dauernd dazwischen quatschen und nerven. Und solange wir nicht allein sind, bleibst du unsichtbar. Hm? Gwendolyn, kommst du bitte? Einverstanden, geschenkt, akzeptiert. Kaufst du mir eine Katze? Nein. Nein? Nein. Bitte. Also ich glaube, ich muss halt gar nicht so lange elapsieren. Mir ist überhaupt nicht schwindelig oder so. Sind Sie sicher, das besser beurteilen zu können als ich? Denn ich bin mir sicher, 2 Stunden allein in einem kalten, dunklen Raum würden Ihnen sehr gut tun. Also eine Stunde dürfte doch völlig ausreichen. Das arme Kind. Sie haben ein zu weiches Herz, Mr. George. Zeit, dass ich hier durchgreife. 2,5 Stunden. Oder am besten 3. Keine halben Sachen. Zieltag ist der 12. September 1953. Bereit, Miss Gwendolyn. Ich wusste nicht, wie kommen Sie denn hierher? Hier, kommen Sie, vorsichtig. Sollte ich was zum Kühlen suchen, ist Ihnen schwindelig. Nein. Wer sind Sie denn? Gwendolyn Shepard, der Rubin. Und Sie? Der Rubin? Oh. 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 Ich bin Lucas Montrose. Ich bin Adept. Also normalerweise ist hier niemand. Sagen Sie doch was, damit ich weiß, dass es Ihnen gut geht. Grandpa Lucas. Ich hol doch kurz was zum Kühlen. Nein. Du bist mein Grandpa. Echt jetzt? Du singst unter der Dusche God Save the Queen und du frühstückst am liebsten im Pyjama. Ich habe gar keine Kinder. Ich habe nicht mal eine Frau. Ja, aber du wirst Kinder haben. 3. Eins davon ist leider blöd, Tante Glenda hat. Stopp, nein, das will ich gar nicht wissen. Der Rubin. Du bist wirklich, du hast das... Das Zeitreisegehen. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 34. Ich wurde gerade erst in die Loge aufgenommen. Und jetzt bin ich Großvater. Großvater von der Zeitreise-Enkelin. Und, bin ich ein netter Opa? Ein super Opa. Ich hatte dich sehr lieb. Oh, dann bin ich also schon tot, ja. Leider. William? William de Villiers, welch eine Ehre. Was machst du hier in London? Es wurde mehrfach und vorsätzlich gegen die Regeln unserer Loge verstoßen. Deshalb bin ich hier. Wo sind Falk und Dr. White? Sagen wir mal, sie widmen sich vorerst anderen Aufgaben. Ihr unverantwortliches Handeln hat uns dazu gezwungen. Das Leben des Rubins wurde mutwillig aufs Spiel gesetzt. Warum drehen eigentlich alle so durch, seitdem Gwendolyn dabei ist? Es ist nicht deine Aufgabe, das zu beurteilen. Ja, aber ich bin es, der dazu verdammt ist, sein Leben in den Dienst unserer Sache zu stellen. Lasst mich zum Grafen reisen, um von ihm persönlich zu erfahren, welche Aufgabe dem Rubin zugeordnet ist. Ita ius esto!
Die Ordnung wird wiederhergestellt. Es gibt nichts, das uns noch aufhält. Der Aufstieg des Adlers wird uns mächtiger machen, als wir uns vorstellen können. Doch wir alle müssen uns dieses Privilegs immer wieder als würdig erweisen. Ex hoc momento, pendet eternitas. Ex hoc momento, pendet eternitas. Drei Kinder und sieben Enkel, sicher. Und geht's allen gut? Ich meine, braucht ihr irgendwie Geld oder Unterstützung oder so? Hm? Warum? Naja, ich meine... Ach so, das? Nein, nein, das ist modern jetzt. Interessant. Also du bist also der Rubin, ja? Und der Diamant der Familie de Villiers, ist das auch so ein arrogantes Ekel wie seine Vorfahren? Gideon de Villiers. Ja, er ist echt arrogant, aber nicht so schlimm wie die anderen. Und er ist auch nett und wir sind... Er ist sowas wie mein Freund. Bist du nicht ein bisschen jung für sowas? Im Gegenteil. Ich bin total spät dran. Alle Mädchen in meiner Klasse sind... Moment, also, Grandpa, ich glaube, ich will mit dir nicht über Sex sprechen. Ich möchte das Wort gar nicht aus deinem Mund hören. Was sagt ihr dazu? Wir reden da gar nicht drüber. Jedenfalls nicht mit jungen Mädchen. Lass aus deiner Stärke keinen Übermut erwachsen. Reiß dich zusammen, du bist emotional geworden. Aber das zumindest kann man von dir nicht behaupten. Hattest du überhaupt jemals Gefühl? Geh dir. Hier geht es um etwas Größeres. Du hast jahrelang trainiert, gelernt, gekämpft. Die Welt steht dir offen, die Loge baut auf dich. Das alles bist du bereit zu opfern für Gefühle. Der Rubin scheint wirklich einen schlechten Einfluss auf dich zu haben. Was, weil Gwendolyn mich dazu bringt, Dinge zu hinterfragen? Nein, weil ihr kindischer Trotz unserer Sache im Weg steht. Wir sind die Elite, Gideon. Hast du vergessen, wer du bist? Woher glaubst du zu wissen, wer ich bin? Man wird den Jungen wieder auf Linie bringen müssen. Ein sentimentaler Ausrutscher fängt sich wieder. Wir haben seinen Bruder Raphael nach London bestellt. Er wird schon dafür sorgen, dass Gideon sich ein bisschen austobt. Lucy hat gesagt, ich soll dich nach dem grünen Reiter fragen, damit ich den zweiten Chronographen finde. Grüne Reiter, keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Buch oder ein Gemälde. Warte, ich werde es auch aufschreiben. Sag mal, weißt du, was geschieht, wenn der Blutkreis im Chronographen geschlossen wird? Die Prophezeiungen sprechen vom Aufstieg des Adlers. Vom Sieg der Menschheit über Krankheit und Tod. Also, ist das was Gutes, wirklich? Gwendolyn, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Auch dafür zu sterben? Lucy meint, dass es irgendwas mit meinem Tod zu tun hat. Was? Nein. Es geht um Gerechtigkeit, um Freiheit, um Aufklärung und um den Anbruch eines neuen Zeitalters. Ich bin gleich weg. Moment, Moment, wir müssen uns wiedersehen. Hier, oder am besten in meinem Büro im zweiten Stock. Ein Schlüssel. Ich werde für dich einen Schlüssel verstecken und einen Plan, der dich zu meinem Büro führt. Hier in der Standuhr. Ich liege splitterfasernackt hier. Schon im Bett? Ganz allein? Könnte sich gleich ändern. Selbst wenn Mr. Bernard dich ins Haus lässt, würdest du niemals unbemerkt an meiner Mutter, meiner Tante und meiner Großmutter vorbeikommen. Guten Abend. Kann es sein, dass Sie mich mit völlig falschen Versprechungen hierher gelockt haben? Okay. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nö. Und bei dir? Alles okay im inneren Kreis? Wer fährt den dicksten Wagen? William de Villiers, würde ich sagen. William de Villiers. Muss ich den kennen, noch ein Onkel? Ja, er lebt in Singapur und kümmert sich um die Verbindung der Loge zum internationalen Finanzmarkt. Mhm. Ist einer der reichsten und mächtigsten Männer der Welt. Und mein Pate schickt mir Geld seit dem Tod meines Dads. Hat sich aber noch nie erblicken lassen. Das ist echt eine schräge Familie. Ja.
Mutter lebt in Frankreich. Seitdem ich 12 bin, zusammen mit meinem Bruder und ihrem neuen Typen. Ich bin damals bei Falk geblieben. Moment mal. Deine Mutter hat dich mit 12 Jahren allein in London gelassen. Bei der Loge. Warst du doch nicht einsam? Manchmal. Tue ich dir jetzt leid. Die Loge ist mein Zuhause. Das sind die Menschen, die mich am besten kennen. Sag sowas nicht. Ich kenne dich besser. Um mich bist du nicht mehr los. Das kannst du vergessen. Gwen, was ist denn hier los? Mom. Sag mal, kannst du nicht anklopfen? Hat man in diesem Haus keine Privatsphäre? Ist immer wieder eine Freude, Sie zu sehen. Ich gehe dann mal. Tschüss. Tschüss. Hey, ich war auch mal in deinem Alter. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Gwendolyn, ich möchte nur nicht, dass du ihm mehr vertraust als dir selbst, okay? Der Diamant so kalt, so leuchtend, der Rubin, ein Löwe folgt dir tief unten, die Augen grün. Tante Betty! Was machst du hier? Ein Herz aus Rubin. Ein Löwe stößt es mit seiner Tatze herab und es zerspringt in hunderte von kleinen Stücken. Aber das sind keine Splitter, sondern Blutstropfen. Was hat das zu bedeuten? Mein liebes Kind, du musst auf dein Herz aufpassen. Es ist in Gefahr. Kommst du mit mir runter in die Küche? Ich habe jetzt schrecklichen Appetit auf Schokoladenkuchen. Also wenn du mich fragst, war das ganz klar eine Warnung vor Gideon. Ich meine, in der Tiersymbolik der Loge ist er doch der Löwe. Und dein Herz wird nicht in tausend Stücke zerspringen. So Quatsch. Ist es endlich passiert? Es wäre sicher leichter, den richtigen Ort und Zeitpunkt für das zu finden, wenn wir nicht blöderweise beide genmutierte Zeitreise-Freaks wären. Charlotte Montrose, meine Liebe. Die Loge braucht dich mehr denn je. Wenn Gwen noch nicht so unvorbereitet und so unwürdig wäre. Also, ich glaube, dass der grüne Reiter eine Sackgasse ist. Es gab mal ein Buch, aber es ist vergriffen. Hey! Nach den Vorfällen der letzten Tage ist höchste Geheimhaltung nötig. Was ist geschehen? Die Florentinische Allianz. Sie haben den Grafen überfallen und sein Memoir gestohlen. Wichtige geheime Unterlagen sind jetzt in den Händen unserer Gegner. Mein werter Nachkömmling, seit Jahrhunderten versuche ich, mich dieser Verblendeten zu entledigen. Aber sie kommen immer wieder aus irgendwelchen dunklen Kirchen hervorgekrochen. Danke. Ich bin ein guter Kämpfer. Keine Sorge, mein Sohn. Wir haben die Sache im Griff. Was führt euch zu mir? Es stellt sich immer wieder die Frage, welche Rolle spielt der Rubin? Warum sprechen die Prophezeiungen von ihrem Tod? In der Loge hat es deshalb große Verwirrung gegeben und Gwendolyn ist beunruhigt. Dafür gibt es keinen Grund. Der Rubin ist dazu bestimmt, mir und unserer Sache zu dienen. Wir alle gehen Träger vor ihr. Was mich verwundert ist,
dass ihr es duldet, dass dieses Mädchen euch auf der Nase herumtanzt. Ihr solltet viele Gespielinnen haben, das Abenteuer suchen. Die romantische Liebe ist doch wohl eine Schwäche der Frauen. Eine Schwäche, die wir für uns nutzen sollten. Einem attraktiven Mann wie euch sollte es doch ein leichtes sein, das Herz dieses Mädchens zu erobern. Die Manipulation der Gefühle ist eine große Kunst. Und dann besucht ihr mich. Gemeinsam. Eine Soiree im Haus von Lord Prompton. Werter Graf, mit Verlaub. Gwendolyn ist solch einem gesellschaftlichen Ereignis nicht gewachsen. Sie würde auffallen und womöglich ein Skandal. Das war keine Bitte, mein Freund, das war ein Befehl. Frauen lieben Soirees. Zeigt dem kleinen Rubin die große Welt. Beeindruckt sie. Schmeichelt ihr. Dann wird sie Wachs in unseren Händen sein. Wow. Und? Vertraust du mir? Bereit, wenn du es bist. In den besten Kreisen des Londoner Adels. Ihr trefft den Grafen und der wird neue Order geben. 1783 wurden mehrere Anschläge auf den Grafen verübt. Sollte die Florentinische Allianz Verdacht schöpfen, stünde euer Leben auf dem Spiel. Vielleicht sollte Gwendolyn gar nicht mitkommen. Sie wird umfassend auf diese Reise vorbereitet. Es besteht keine Gefahr, solange sie uns und der Sache den nötigen Gehorsam entgegenbringt. Sie, aber froh. Da staunst du, was? Man hat mich gebeten, dich bei deiner Ausbildung zu unterstützen. Charlotte, haben sie gesagt, liebe Charlotte, ohne dich wird Gwendolyn das niemals schaffen. Bereit für die erste Lektion? Etikette, Konversation, historische Zusammenhänge und korrekte Anrede. Aufregend, nicht wahr? Beginnen wir mit etwas Einfachem. Was ist zum Beispiel ein Retikül? Ein Retikül? Also ein Retikül ist so ein... Also ein... Sirius, hallo? War das deine Antwort? Was? Nein, also ein Retikül ist ein... Eine Handtasche. So ein Beuteldingsbums. Eine Handtasche, so ein Beuteldingsbums. Meist gefüllt mit überflüssigem Mädchenkram. Taschentücher und Riechsalz. Meist gefüllt mit überflüssigem Riechsalz. Also, ich stehe total auf Retikül. So viel zum Unterschied zwischen Hoheit, Erlaucht und Durchlaucht. Können wir bitte mal eine kurze Pause machen? Ich fühle mich schon ganz durchlaucht. Oh, sehr lustig, Gwen. Dabei ist dein Leben nicht das Einzige, was du mit deinen albernen Scherzen aufs Spiel setzt, sondern auch Gideons. Und deshalb muss ich... Musst du was? Was geht dich Gideon eigentlich an? Wir sind Freunde, Gwendolyn. Du hast eine tiefe Verbundenheit. Wir glauben an dieselben Werte und stehen für dieselbe Sache. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Staubsauger, Cappuccino, Jogging, Helikopter, Herztransplantation, Antifaltencreme, Mobiltelefon, Autobus, Reißverschluss. Was haben all diese Worte gemeinsam? Das sind alles Dinge, die es im 18. Jahrhundert noch nicht gab und die du deshalb aus deinem Wortschatz streichen musst.
ebenso wie ey, krass, total, okay oder Gehirnamputation. Und 7, 8. Und denk dran, Tour de Mar, linke Hand, aber rechts herum. Oh Gott, Gwen, bitte, wo ist rechts? Und ein bisschen mehr Anmut, bitte. Lächeln nicht vergessen. Kopf gerade, Arm auf die Höhe von die Brust und Anmut. Anmütig wie ein Windmühl, wie ein Windmühl. Shepard, ich sehe, Sie wollen einem Verkehrshütchen Konkurrenz machen. Wohl eher einem tanzenden Verkehrshütchen, Mr. Devilliers. Charlotte, komm, wir zeigen unserem Verkehrshütchen mal, was wir gelernt haben. Sieht es auch ganz einfach aus. Quelle élégance, magnifique. Schau, Windmühlchen, schau dir das an. Das ist anmütige Harmonie. Naja, tut mir ja wirklich leid, dass ich Mr. und Mrs. Perfekte Harmonie nicht noch ein bisschen länger zugucken kann, aber ich habe noch ein Date in der Vergangenheit. Also, dann, bis später. Warum muss Gideon eigentlich nicht elapsieren? Gideon hat heute Morgen bereits 3 Stunden im 18. Jahrhundert verbracht, als er unseren ehrwürdigen Meister besucht hat. Er war beim Grafen. Mach dir darüber keine Gedanken, Gwendolyn. Du solltest lieber dafür sorgen, dass ich dir morgen nicht wieder ein Ungenügend geben muss. Mademoiselle, m'accorderiez-vous de vous prendre dans mes bras? Was? Was machst denn du hier? Du hast ein Date in der Vergangenheit bestellt. Ich konnte Mr. Whitman davon überzeugen, dass du noch sehr viel von mir lernen kannst. Französisch, züchtiges Verhalten, Tanzen. Warum hast du mir eigentlich nicht gesagt, dass du bei ihm warst? Worüber hast du mit dem Grafen gesprochen, über mich? Komm her. Bitte. Es war nicht so wichtig, du musst doch auch nicht immer alles wissen. Weißt du, davon habe ich so die Nase voll, dass hier um alles so ein Riesengeheimnis gemacht wird. Ich muss dir verdammt nochmal vertrauen können. Dann tu es doch einfach, anstatt hier rumzuschreien. Darf ich um diesen Tanz bitten? Ach, hat meine Cousine Charlotte dein Tanzbedürfnis noch nicht gestillt, oder was? Nein, Miss Shepard. Ihre Cousine vermag es nicht, alle meine Bedürfnisse zu stillen. Hm. Und was ist mit meiner anderen Cousine? Die Dame in Grün. Cousine Sofa. Bei ihr kann man sich ganz wunderbar fallen lassen. Ja, aber mein Interesse gilt ausschließlich euch. Einen Moment. Das Orchester ist gleich soweit. Reverence, bitte. Sieh mal, es geht doch. Rechte Hand, rechte Schulter. Linke Hand, linke Schulter. Gar nicht so schlecht. Tja, von wegen anmütig wie ein Windmühl. Ja, du tanzt doch jede Windmühle locker an die Wand. Mhm. Fast so gut wie Charlotte. Ja, natürlich. Die perfekte Charlotte. Wie gut kennt ihr euch eigentlich so im Einzelnen? Darüber, my lady, spricht ein Gentleman nicht. Kotzbrocken! Sehen Sie? Das ist der Unterschied zwischen Charlotte und Ihnen.
Sie würde so etwas niemals tun. Tja, vielleicht gibt sie ja auch keinen Anlass dafür. Ja, oder aber sind einfach nur die besseren Manieren. Staring at my face in a broken mirror, pick up all the pieces, make them one. You might be strong, but you'll never hurt me. There's nothing stronger than love. Kick me down, scrape my skin, call me names you'll never win. A sticks and stones can never cut through my thick skin. 'Cause I'm unbreakable. Sind Sie wohl auf, Miss Gwendolyn? Guten Abend. Es muss wohl sehr warm gewesen sein. Ja, es ist der Sommer der 50er Jahre. Mein Gefühl sagt mir, dass er wieder rumgeknutscht habt. Ihr wart zusammen im Heuhaufen. Heuhaufen? Jetzt habe ich die Bücher in der Vergangenheit vergessen. Ich bin seit dem 11. Jahrhundert auf dieser Erde und ich weiß, wie ein Mädchen aussieht, das aus einem Heuhaufen kommt. Bisschen verwirrt, Miss Shepard. Hoffe, du hast keinen bleibenden Schaden genommen. Hey, warte mal, was ist denn? Mein Bruder Raphael ist in London. Der Chaot ist gerade von der dritten Schule geflogen. Das ist ja sympathisch. Sicher, dass ihr verwandt seid? Bye-bye, Gwenny. Bye-bye, Granny. Kannst du nicht aufpassen, Mann? Oh, oh, vielleicht wärst du besser nicht mit ihm ins Heu gegangen. Jetzt weiß er, du bist leicht zu haben und gibt sich gar keine Mühe mehr. Halt die Klappe. Hey! Na, du Blödmann? Immer noch der geborene Gentleman. Mann, ich hab dich vermisst. Spinnst du hier einfach so aufzukreuzen? Siehst irgendwie anders aus. Das hat doch was mit diesem Zeitreisemädchen zu tun. Oder trägst du dein T-Shirt neuerdings immer falsch herum? Ich frage dich ein letztes Mal. Warum wurde Gwendolins Geburtsurkunde gefälscht? Damit das Schicksal meiner Tochter nicht in den Händen von Menschen wie dir liegt. Das nehme ich dir nicht ab, Grace. Ihre Tochter ist völlig unvorbereitet und bringt damit sich selbst am meisten in Gefahr. Ich hatte meine Gründe. Außerdem geht euch das gar nichts an. Damit kommst du nicht durch, Grace. Gwendolyn, warum bist du allein? Gideon musste weg. Komm, wir gehen. Lass die Hebamme suchen, die das unterschrieben hat, und bring sie zum Reden. Bist du müde? Soll ich dir noch was kochen? Nein, danke. Hey, stimmt was nicht, Süße? Du glühst ja, hast du Fieber. Mom, ich verstehe es einfach immer noch nicht. Warum durfte niemand meinen richtigen Geburtstag wissen? Wolltest du, dass ich wie eine komplette Idiotin dastehe, oder was? Ich wollte, dass du ein starker, selbstbewusster Mensch wirst, der seinen Gefühlen mehr traut als der Ideologie dieser Loge. Ja, Mom, aber vielleicht will diese Loge ja wirklich etwas Gutes und vielleicht hatte der Graf Ideen, für die sich zu kämpfen lohnt. Grandpa hat doch auch dran geglaubt. Vertraue nur dir selbst, das hat Lucy immer gesagt. Was hat denn jetzt Lucy damit zu tun? Das kann ich dir nicht sagen, das musst du sie selber fragen. Mom, Lucy ist im letzten Jahrhundert und ich bin hier. Wie soll ich sie fragen? Boah, schicke Bude. Du darfst auf keinen Fall zuerst anrufen, das machen nur Loser. Ich rufe unsere Mutter an und sage ihr, dass du wohlbehalten hier angekommen bist. Dass dein großer Bruder dir Manieren beibringt. Dann noch in der Vergangenheit? Kerzen tanzen? Voll romantisch. Das war total schön. Ach, ich weiß auch nicht. Einerseits ist er ein totaler Blödmann. Er lügt mich an und flirtet mit Charlotte, aber andererseits kann ich es kaum erwarten, es wieder zu tun. Aber er hat noch nicht mal mehr angerufen. Was, wenn er es total blöd fand? Oder wichtig ist, dass er sich jetzt zuerst bei dir meldet.
Du darfst ihn auf keinen Fall anrufen. Ich meine SMS. Vergiss es. Du musst ihn zappeln lassen. Das ist total wichtig. Männerpsychologisch oder so. Respekt ihren Jagdinstinkt. Warte, Les, ich ruf dich wieder an. Herein? Nun, da sie mich danach fragten, habe ich mir die Freiheit genommen und ein wenig Ausschau gehalten. Und habe es gefunden. Was? Das weißt du, wonach sie suchten. Der grüne Reiter. Es ist das Exemplar ihres Großvaters. Vielen Dank, Mr. Bernard. Sie haben mir sehr geholfen. Jederzeit, Miss Brandon, jederzeit. Meinst du, hat mehr Koffein, Kaffee, Eistee oder Energy Drink? Ich war die ganze Nacht wach und habe versucht herauszufinden, was hinter diesen Zahlen stecken könnte. Vielleicht stehen die Zahlen in Wirklichkeit für Buchstaben. Wenn das ist es. Wenn das ist ein Code. Krass! Raphael wird dieses Schuljahr in St. Lennox beenden. Wir zwei sind seit Jahren befreundet. Ist der neu? Komm. Du willst nicht wissen, was Raffener Bruder das ist. Will ich das wissen? Noch ein DVJ. Pass auf, ich werde versuchen, heute wieder meinen Großvater zu treffen. Vielleicht weiß er, was es mit diesen Zahlen auf sich hat. Und dann können wir vielleicht... Hallo, Zeitreise-Freak am besten Freundin. Hört mich jemand? Diese DVJs haben einfach echt gute Gene. Mann, warum ruft er nicht an? Gideon. William. Von Margaret Tilney wissen wir, dass sie jeden Sonntag zur Kirche geht. Wir gehen davon aus, dass du auch Lucy und Paul da treffen wirst. Du weißt, was deine Aufgabe ist. Ja. Es besteht die Gefahr, dass auch sie versuchen werden, dir Blut abzunehmen, um den Blutkreis in den gestohlenen Chronographen zu schließen. Das werde ich um jeden Preis zu verhindern müssen. Zumindest gibt es keine Einstichstellen, die darauf hindeuten, dass der Blut abgenommen wurde. Niemandem kann man trauen. Niemandem. Oh, du hast abgenommen, mein Windmühlchen. Es ist doch nicht ein Kümmer. Warum du hast verliert dein Babyspeck? Hm? Naja, mein Gefühlsleben ist zurzeit eine einzige Achterbahn. Oh, la la, mon Dieu. Aber in Beziehung auf die Verhütung, du bist komplett, hm? Abgeklärt. Ausgerüstet. Gewappnet, meine ich. Ach, Kindchen, von mir kannst du doch nicht verbergen, dass du bist verrückt. Nach diese ungezogene Filou. Ich habe das alles schon einmal erlebt mit deiner Cousine Lucy. Die beiden sind auch so leichtsinnig gewesen. Lucy und Paul. Hier, man war so erböst über die Affäre zwischen einem Monrose und einem Devilliers. Zu zweit und mit L'Amour, man ist immer stärker und mutiger als das Rest von der Welt. Und das ist wahrscheinlich auch gewesen der Grund, warum die Loge hat verloren die Kontrolle über die beiden. Du und der ungezogene Filou, ihr würdet bekommen Probleme der Macht, wenn die das rausbekommen mit euch. Gut, aber sie würden doch nicht... Ach, ich doch nicht. Ich kann schweigen. Ich bin eine Schneiderin. Entschuldigen Sie meine Verspätung. Es hat einen Vorfall gegeben. Gideon ist niedergeschlagen worden. 1912. Was? Was ist passiert? Wie geht es ihm? Ich muss zu ihm, bitte. Er wird bestens versorgt, glauben Sie mir. Aber warum lassen Sie mich nicht einfach zu ihm, bitte? Miss Gwendolyn, leider ist es eine unumstößliche Tatsache, dass der gesunde Menschenverstand leider sobald Liebe im Spiel ist. Und gesunder Menschenverstand ist das, was Sie jetzt am meisten brauchen. Okay. Mr. George, wäre es vielleicht möglich, dass ich heute nochmal ins Jahr 1953 reise?
Ich hatte dort gestern eine äußerst aufschlussreiche Begegnung. Sehr interessant. Ja, da würde ich vorschlagen, dass wir Mr. Whitman unauffällig davon überzeugen, dass Sie 2 Jahre später dorthin reisen. Vielleicht ist Ihre Begegnung ja inzwischen zu neuen Erkenntnissen gekommen. Wer sind Sie? Wohin wollen Sie? Ich bin Violet. Purple Plum. Violet, Purple Plum. Ja, kann ja nicht jeder Smith oder Miller heißen. ich wollte mich eigentlich nur ganz kurz frisch machen und dann muss ich irgendwie vom Weg abgekommen sein. Was tragen Sie da für eine Uniform? Pfadfinder. Pfadfinder. Immer bereit. Das sagen wir Pfadfinder doch. Immer bereit. Ja? Sie behauptet, sich verlaufen zu haben in der Nähe des alten Archivs. Ah, ja, die Arme. Sie hat so einen schlechten Orientierungssinn. Meine liebe Cousine Hazel. Hazel, Violet, Purple Plum. Ja, ja. Ganz furchtbar, ich verlaufe mich wirklich überall. Das ist aber ganz schön ungünstig für eine Pfadfinderin. Keine Sorge, ich habe Sie nicht gesehen, Miss Purple Plum. Er hält dich für... deine Geliebte. Ja, oder ein leichtes Mädchen. Hm? Wenn du deine Grandma das nicht erfährt, die ist so launisch, seit sie schwanger ist. Oh, dann bist du Vater von Onkel Henry. Herzlichen Glückwunsch. Henry, guter Name. Außerdem bin ich noch mal Großvater geworden. Lucy hat mich besucht, zusammen mit Paul. Komm, wir gehen. Die lauschen sicher an der Tür. Ich zeig dir die 50er. Hier, kannst du damit was anfangen? Nee, keine Ahnung. Das muss ich in der Zukunft geschrieben haben. Also, schreiben werden. Hör zu. Es ist anders, als ich geglaubt habe. Lucy und Paul haben beobachtet, wie der Graf seinen eigenen Ururgroßvater kaltblütig ermordet hat. Was? Der ist so selbstherrlich, der schreckt nicht mal vor einem Mord in der eigenen Familie zurück. Dankeschön. Wie soll so jemand die Welt von ihrem Elend befreien? Glauben Lucy und Paul immer noch, dass mein Leben auf dem Spiel steht? Sie sagen, der Rubin wird entscheidend dafür sein, ob es dem Graf gelingt, seine Visionen umzusetzen. Und deshalb wird er alles dafür tun, um die Macht über dich zu gewinnen. Lukas! Kenneth, Sie hier. Ich höre, Sie haben Besuch von einer netten jungen Lady. Darf ich vorstellen, mein Chef Kenneth de Villiers, meine Cousine Hazel. Violet Purple Plum aus vom Land. Aus Gloucestershire. Ja, es ist furchtbar langweilig dort. Viel zu viel, viele... Schafe. Ja, Schafe. Sagen Sie, haben wir uns nicht schon kennengelernt in einem anderen Etablissement? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht bei den Pfadfindern. Ja, vielleicht. Geschafft. Ich dachte, wir werden Kenneth gar nicht mehr los. Hör zu. Lass dich nicht beeindrucken. Zeig keine Schwäche. Du musst stark bleiben. Grandpa, ich bin hilfloses Nervenbündel. Ich bin nicht stark. Doch, das bist du. Glaub an dich. Du kannst alles schaffen. Alles schaffen. Ist es soweit? Ja. Obwohl. Oh. Gideon, ist alles okay mit dir?
Was ist denn passiert? Ist besser, sie erfährt nichts von meiner Mission. Ich bin absolut ihrer Meinung. Warum riechst du nach Zigarren? Weil ich geraucht habe, natürlich. Zeig doch mal eine von deinen Zigarren. 9. Oktober 1955. Schlechter Tag, um mit dem Rauchen anzufangen. Gwendolyn, Sie denken wohl, dass Sie sich hier alles erlauben können. Frauen dürfen hier doch gar nicht denken. Er hat mich angesehen, als wäre ich eine Kellerasse. Meinst du, er wollte wirklich nur Sex und jetzt, wo er bekommen hat, was er wollte, da lässt er mich fallen wie so... Moment mal, du meintest, er war super zärtlich und süß. Ja, aber das war, bevor er eine vor den Kopf bekommen hat. Vielleicht hat er es ja vergessen? Er angerufen hat er auch nicht. Ich bedeute dem überhaupt nichts. Das kannst du doch gar nicht wissen. Ich komme mir einfach total blöd vor. Ja, jetzt reiß dich mal zusammen. Immerhin geht es hier um Leben und Tod. Ich habe keine Lust, meine beste Freundin zu verlieren, nur weil sie wegen Liebeskummer nicht in der Lage ist, ihr Gehirn zu benutzen. Ja, aber genau so ist es, leider. Also, ich habe die ganze Nacht irgendwie versucht, diesen Code zu entschlüsseln. Aber wenn selbst dein Grandpa sagt, er weiß nicht, was das soll... Bin mir auch nicht sicher. Hey, was macht ihr denn? Geocaching? Was? Ja, genau das sind Koordinaten. Kennst du dich damit aus? Klar. Ja, ich habe einen GPS-Empfänger. Damit können wir rausfinden, wo sich der Ort befindet. Dass dich bloß nicht von dem Devier beeindrucken lässt, also ehrlich. Was müsste ich dafür tun? Wird mir schon was einfallen. Also heute Nachmittag bei mir? Gideon hat aufgeräumt, also wir könnten... Davon träumst du. In der Schulbibliothek um 4. Wir sehen uns 1955. Siehst du? Er hat sich zuerst gemeldet. Nun zu uns, Miss Shepard. Du siehst nervös aus. Hättest du vielleicht gerne eine Zigarre zur Beruhigung? Wo ist der Schlüssel? Welcher Schlüssel? Der, mit dem du gestern hier rausgekommen bist. Ich habe keinen Schlüssel. Lüg mich nicht an. Ich habe in den Annalen nachgelesen, was an diesem 9. Oktober 1955 hier so alles los war. Eine gewisse Violet Purple Plum soll Lucas Montrose besucht haben. Violet Purple Plum? Ist das dein Ernst? Sie wurde für seine Geliebte gehalten und komischerweise passt die Beschreibung ganz genau auf dich. Das heißt überhaupt nichts. Warum misstraust du mir so? Vielleicht, weil ich es nicht gerne mag, belogen zu werden. Besonders ungern von Mädchen, die sich mir an einem Tag an den Hals werfen und mich am nächsten niederschlagen lassen. Wovon redest du? Verarsch mich nicht, Gwen, ich hab dich gesehen, zusammen mit Paul Devilliers, 1912 vor der Kirche. Ihr wart vertraut, etwas zu vertraut. Was? Ich und Paul und wir haben rumgeknutscht, oder was? Nicht richtig, aber fast. Wer weiß, was ich verpasst habe. Das kann doch gar nicht sein. Ich war doch überhaupt nicht dort. Doch, das warst du. Und du hast mir eine Falle gestellt. Das würde ich nie tun. Warum bist du eigentlich da gewesen? Gwen, Paul will nur dein Blut. Gideon, Paul Devilliers ist garantiert nicht mein Typ. Und es muss eine Erklärung für all das geben. Ach ja? Und die wäre... Es fällt einfach verdammt schwer, herauszufinden, wem man vertrauen kann. Mir kannst du vertrauen. Immer. Ach ja. Und warum hast du dann dauernd Geheimnisse vor mir? Weißt du, ich komme einfach nicht damit klar, dass du mich in einem Moment küsst und im anderen wieder so behandelst, als würdest du mich zutiefst verabscheuen. Du tanzt mir die ganze Zeit auf der Nase herum und dafür bin ich verdammt nochmal nicht zu haben. Dann machst du es jetzt, oder was? Endlich. Kommt Gideon auch? Ich sterbe gleich vor Hunger. Keine Ahnung. Wie war der Museumsmarathon? Das holen wir nach. Raphael, der Arme hat schreckliche Migräne. Und ich weiß ja, wie schlimm das sein kann. Lass dich doch nicht verarschen, Charlotte. Gwen, kommst du mit essen? Nein. Nein. Thank you.
Er ist ein Idiot, okay? Das muss mir immer wieder sagen. Ich soll mit Paul rumgeknutscht haben. Aber das kann gar nicht sein. Warum bist du dir da so sicher? Schließlich ist dieser Paul auch sehr attraktiv. Nein, ich meine, Gideon vertraut ihm nicht. Aber ich irgendwie schon. Er ist charmant und lieb und ich glaube, ich bedeute ihm auch was. Neulich im Park, da gab es so einen komischen Moment zwischen uns. Einen verliebt komischen Moment oder komisch komisch? Keine Ahnung. Es fühlt sich ganz anders an als mit Gideon. Und der gehört doch auch zu Lucy. Hast du der etwa immer noch Gedanken? Wegen dir? Der Black Swan ist einer der ältesten Pubs Londons. Ich weiß schon zu vielen Zeiten, das Essen ist immer gut. Und die Bedienungen sind alle ziemlich scharf. War das auch in allen Zeiten so? Denk bloß nicht, dass du was Besonderes für sie bist. Die hat in der Schule schon einige durch. Ach ja? Was, wie viele Freunde hatte sie denn schon? Also das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Ich will ja nichts Schlechtes über sie sagen, aber es ist so, dass sie nicht sehr wählerisch ist. Besonders wenn sie was getrunken hat. Kenn ich, kann fatal sein. Und ihre Freundin Leslie, trinkt die auch manchmal was? Alter. Raphael und ich. Raphael und du? Der. Nie im Leben. Aber er hatte recht. Die ersten Ziffern sind wirklich Koordinaten und sie führen zu, tada, diesem Haus. Na toll. Und weiter? Von dem Rest wissen wir leider immer noch nicht, was er bedeuten soll. Vielleicht sind das Seitenzahlen. Da. B. Ja, stimmt. Guck hier. H. I. Behind the water, Lilies. Hinter den Seerosen. Habt ihr hier Seerosen irgendwo? Keine Ahnung. Wir haben kein Bild. Auch kein Teppich. Ist es vielleicht noch ein Buch? Ximerius belauschte uns schon wieder. Du hast doch versprochen, ich darf mitmachen bei dem ganzen mystischen Kram. Schon vergessen? Frag doch mal deinen unsichtbaren Wasserspucker-Freund, ob es nicht hier irgendwo im Haus Seerosen gibt. Siehst du, die weiß, wofür ich gut bin. Dieses Haus hat 1000 Verstecke. Hast du schon das ausgestopfte Krokodil in der Abseite gesehen? Gruselig. Seerosen, wir suchen Seerosen. Ah. Wenn ich euch zu den Seerosen führe... Kaufst du mir dann eine Katze? Nein. Nein? Sicher nicht. Gut, einverstanden. Dann einen Hund. Und jetzt? Schau mal hinter die Tapete. Ja. Waterlilies. Mirius? Ja, bin schon hier drinnen. Ganz schön staubig. Oh, geh weg, du Spinner, oder ich fress dich. Was siehst du? Eine ramschige alte Kiste. Was da wohl drinnen ist? Gold, Diamanten oder die verwesten Überreste eines ungezogenen Dienstmädchens? Das ist wirklich der zweite Chronograph. Was macht ihr hier? Mitten in der Nacht? Hat das was mit diesem Code zu tun, von dem Raphael mir erzählt hat? Ich bringe ihn um. Code? Du liest eindeutig zu viele Krimis. Wir suchen hier nur Tante Glendas Hornhauthobel. Ich habe ganz schlimme Hornhaut unter den Füßen. Willst du mal sehen? Nicht so schön im Rokoko. Ich behalte dich im Auge, Gwendolyn.
Ich finde, die sollte mal dringend jemand durchkitzeln. Es muss ja nichts Großes sein. Ein Löffel oder eine Schreibfeder aus dem 17. Jahrhundert? Dafür bekomme ich auf eBay sicher ein paar Pfund. Hey, Mr. Langeweile. Wir gehen nachher aber noch raus, oder? Ich habe gestern einen krassen Club aufgetan. Schach. Ich kann nicht, ich muss früh raus. Komm schon. Lass uns krachen. Raphael, ich krieg Ärger, wenn ich nicht funktioniere. Du denkst, das ist alles ein Spiel, oder? Nein, aber ich denke, du könntest ein bisschen mehr Spaß vertragen. Und Onkel William macht das ja auch, deswegen hat er mich hierher geholt. Schachmatt. Hat dich hergeholt? Ja, er dachte, du könntest ein bisschen Unterhaltung und für gute Ratschläge brauchen, damit du von der Kleinen loskommst. Hey, tut mir leid. Mann, wir finden schon noch eine andere für dich. Man bräuchte richtiges Werkzeug. Aber das wäre echt laut. Ja, wir müssen deine Familie irgendwie aus dem Haus locken. Heute Abend nach deiner Soiree. Mann, Leslie, ich kann da nicht hingehen. Nicht heute, nicht mit Gideon. Komm schon, lass sie nicht unterkriegen. Du wirst großartig sein. Schön, sexy, fabelhaft. Zeig dem Kotzbrocken, was er verpasst. Und Charlotte darf echt nicht recht behalten. Du bist die Beste. Nein, du bist die Beste. Ich bin mir sicher, das wird in Wirklichkeit eine ganz wilde Party. Ja, mit dem Unterschied, dass der Graf mich hasst und die Allianz mich umbringen wird, sobald ich mich irgendwie auffällig verhalte. Oh. Apropos. Hier. Das ist alles, was ich über die Allianz finden konnte. Warum hassen die uns Zeitreisende so? Die haben Angst. Die denken, dass sie über teuflische Kräfte verfügt und danach strebt, gottesgleich zu werden. Hier wird über die satanische Maschine gesprochen. Damit könnte der Chronograph gemeint sein. Na gut, wir sehen uns später. James, hallo? Bist du hier irgendwo? Ah, da bist du ja. Wie soll es einem schon gehen, wenn man sich in einem jahrhundertedauernden Fiebertraum befindet? Ich kann es kaum erwarten, dass ich erwache. Naja, weißt du, ich fürchte, dein Albtraum wird noch eine Weile länger dauern. Deswegen kannst du mir vielleicht bei was behilflich sein. Kennst du Lord Brompton? Was macht man auf so einer Soiree? Eine Soiree bei Lord und Lady Brompton? Ich hörte, dass es dort einen köstlich teuflischen Punsch gibt. Extravagante Musik. Obst aus Marzipan. Sogar von einem lebendigen Zwerg und Schwänen aus Zuckerguss wurde berichtet. Und was kann ich machen, damit ich nicht so auffalle? Oh. Ich würde sagen, betrinkt euch wie alle anderen und lasst euch in irgendein Separé führen. Aber wenn einer der Herren euch zu sehr belästigt, dann sagt ihr ihm, dass ihr mächtige Freunde besitzt, die sich liebend gern für euch duellieren. Ja, okay, ja, gut, danke. Was war das für eine heitere Zeit? Wir haben wirklich unser Bestes getan. Aber es ist erschreckend, auf welch niedrigen Niveau man bei ihr ansetzen muss. Ich hoffe, Susi kriegt das hin. Wenn wir dich nicht hätten. Naja, vielleicht wird man sie nur für schwachsinnig oder minder bemittelt halten. Hauptsache niemand ahnt, dass ihr Zeitreisende seid. Gwenny, hast du wenigstens deine Legende auswendig gelernt? Penelope Mary Gray, Mündel des 4. Viscount of Baton, geboren 1766. Zufrieden, Charlotte? Farblos, ungeschickt, ohne Mitgift und Talent. Ganz wie im wahren Leben. Guten Abend, Mr. Henry Lavender Gray.
Bruder Herz, ich hörte, man erwartet uns. Ja, und ist es nicht ein wenig zu auffällig? Ja, während Sie ja wieder sehr dezent gekleidet sind, Sir Elton John. Bereit? Bereit, wenn ihr seid. Liebe Schwester, bitte bedenken Sie zu jeder Zeit, in welcher Gesellschaft wir uns befinden. Ich könnte mir keine angenehmere vorstellen als die Ihre, Bruder Herz. Willkommen, meine lieben Freunde. Wow. Kommen Sie, Schätzchen. Ich mache Sie bekannt. Unser Ehrengast. Der Graf von Saint-Germain, begleitet von Lady Lavinia Rusland, Londons schönster und reichster Witwe. Es heißt, sie habe mehr als 5 heimliche Liebhaber. Ach was. Und ihr Bruder hat gerade gute Chancen, der 6. zu werden. Er ist aber wirklich ein gut aussehender Mann. Man sagt, der Graf verstünde die Kunst des Gedankenlesens. Oh ja, davon bin ich überzeugt. Der Punsch ist gar nicht so schlecht. Oh nein. Er schaut zu mir. Der Graf, ein Mörder seines eigenen Vorfahrens. Nein, stopp. Jetzt bloß nichts Falsches denken. Eine Eule, Frau mit Atompilzfrisur, ein Zwerg, ein rosa Häschen. Alles völlig normal. Macht er immer noch mit dieser Tussi rum? Hey, Mr. Devilliers, wir haben alle verstanden, dass du sie toll findest. Lalala, ich denke nur an Gideon, ein Piano, Leute mit albernen Perücken, Gideon, totale Gehirnamputation und Gideon. Ihre Schönheit ist heute noch betörender als bei unserer letzten Begegnung. Wenn ich nur ein paar Tage jünger wäre. Merci pour le compliment. Ein Moment mal, flirtet der alte Sack etwa mit mir? Wie entzückend. Verzeihen Sie einem alten Sack seine Tagträume. Seid ihr nun bereit, euer Leben ganz in meine Dienste zu stellen? Ihr gehört mir, liebes Kind. Vergesst das nicht. Okay, ruhig bleiben. Jetzt hör mir mal zu. Du hast keine Macht über mich. Ich gehöre dir bestimmt nicht. Und ich habe mächtige Freunde, die sich gerne für mich duellieren würden. So. Ihr droht mir? Wie töricht. Wie amüsant. Mein lieber junger Freund, ich habe freudig bemerkt, dass ihr bei dem kleinen Rubin gute Arbeit geleistet habt. Sie ist über beide Ohren in euch vernarrt. Leider kann ich Ihnen da nicht ganz zustimmen. Selbst ein Blinder würde sehen, dass ihr euch ganz und gar gehört. Aber nun sorgt dafür, dass sie allein unserer Sache dient. Mr. Gray, ich bitte euch inständig, verwöhnt uns mit eurem Spiel der Violine. Ich bin mir sicher, ihr seid überaus fingerfertig. Anders wäre ich sehr enttäuscht. Bravo.
Kommt doch nachher auf mein Zimmer. Du hast wirklich wunderbar gespielt, aber als ich schlampen wird, finde ich ein kleines bisschen zu alt für dich. Höre ich da Eifersucht in ihrer Stimme, Miss Gray? Was? Ist mir doch egal, ob du ihr sechster Liebhaber wirst. Damit kennst du dich ja auch so gut aus. War da Alkohol drin? Gwendolyn, wir sind keine zwei Stunden hier und du bist total besoffen. Er hat total besoffen gesagt. Reiß dich zusammen. Jetzt sich alles schade. Entschuldigung. Ach, Musik ist so etwas Magisches, nicht wahr? Ja. Sind Sie auch so musikalisch wie Ihr Bruder, Miss Gray? Ich singe total gerne. Oh. Total. Ladies and Gentlemen, die kleine Miss Gray möchte so gerne etwas für uns singen. Sehr gerne. Das wird sie ganz sicher nicht tun. Und wenn doch? Ich fürchte, die Dame hat etwas zu tief in den Punsch geschaut. Es tut mir sehr It's leid. Astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. I remember doing the time wars, drinking those moments when the blackness would hit me and the void would be calling. Just a jump to the left, and then a step to the right. With your hands on your hips, you bring your knees in tight. Then it's a pelvic thrust. The real doctor say, yeah, yeah. Let's do the time warp again. Let's do the time. Voyeuristic intention, well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out of sensation, like you're under sedation. Let's do the time warp. Herrschaften, es wird Zeit, dieses schamlose Treiben zu beenden. 4-5. Ja, wir haben einen Greisen, einen Fetzer, eine betrunkene College-Schülerin und 2 Degen. Es dürfte reichen. Guten Abend, Lord Alistair. Welch eine Überraschung. Ihr werdet nicht weiter in Gottes Handwerk pfuschen und euch als Schöpfer aufführen. Wir werden verhindern, dass Kreaturen wie ihr überhaupt geboren werden. Wir haben zu kämpfen mit Fürsten und Gewaltigen, die in der Finsternis dieser Welt herrschen. Ephesus 6, Vers 9. Luther, warum mögen Sie den denn nicht? Habt ihr nicht eine überzeugende Waffe in eurem Retikül? Was? Teuflische Kräfte. Aufhören! Auf!
des Teufels! Machen Sie, übernehmen Sie! Das ist wohl eher Wunschdenken, Miss Shepard. Oh. Hey. Ist schon klar, dass du so ziemlich das Gegenteil gemacht hast von dem, was du tun solltest. Ist einfach ein bisschen besser, auf mich achten sollen. Ich erlang. Ich auf diese Schlampenwitwe. Okay. Dachte, das war so ziemlich das Gegenteil von dem, was du tun solltest. Wo sind wir eigentlich? Im Hauptgebäude der Devier Bank. Komm schon, bevor mich hier jemand erkennt und denkt, dass ich hier mit einer angekugelten Nachtclub-Tänzerin herumlaufe. Mich dreimal in deinem Mantel. Gott, wie sehe ich denn aus? Großartig, wenn du mich fragst. Ich will nicht ausnutzen, dass du betrunken bist. Ich lass mich auch überhaupt nicht ausnutzen. Du hast sowieso verloren. Beim besten Willen nicht erklären, was geschehen ist. Krank ist sie nicht, aber sie riecht nach Gin und Feuer. Wir brauchen Kaffee. Viel Kaffee. Hey. Leslie? Ich war auf einer wilden Party. Wie viel hast du denn getrunken? Zu viel. Und gesungen habe ich auch zu viel. Alle ausgeflogen, Schätzchen. Tosca. Die Oper? Die Karten haben mich ein Vermögen gekostet. Und Caroline ist im Internat, also sturmfreie Bude. Du bist die Beste. Gin ist eine feine Sache, meine Liebe. Aber bist du nicht zu jung, das schon am Nachmittag zu trinken? Ohne Milch. Wie gewünscht habe ich eine Spitzhacke und einen Vorschlaghammer besorgt. Das Ding habe ich schon mal irgendwo gesehen. Los, wir machen das auf. Miss Gwendolyn, ich schlage vor, Sie öffnen die Truhe auf Ihrem Zimmer, hinter verschlossenen Türen. Der Chronograph. Jetzt bin ich frei, Leslie. Wenn da steht dein Name drauf. Was? Von Lucy. Meine liebe Gwendolyn, glücklich bin ich nun, da du unseren Chronographen gefunden hast. Verteidige ihn mit deinem Leben, denn das ist, was auf dem Spiel steht. Sonntags sind wir immer in die Holy Trinity Church gegangen. Wir werden uns da treffen. Eine Gebrauchsanweisung. Da sind Kügelchen mit Bluttropfen drin. Ja, nur meins und Gideons fehlt. Ist das nicht zu riskant? Hier und jetzt? Ich muss zu ihnen. Ich habe wirklich keine Lust, mich 1912 noch durch die ganze Stadt zu schlagen. Hier rein. Ich habe kein gutes Gefühl.
Oh, tut mir leid. Gwendolyn? Du bist hier. Allein? Ja. Gwen! Vertrau nicht! Es ist eine Falle, er will nur dein Blut! Oh mein Gott! Sie können ihn doch nicht einfach so niederschlagen! Gideon, was machst du hier? Hier, er musste mich schützen. Bringen Sie ihn an einen sicheren Ort und warten Sie, bis er zurückspringt. Gwendolyn! Paul, hätte es nicht einfach nur gereicht, ihn festzuhalten? Gwendolyn, mach dir keine Sorgen. Er passt jetzt auf ihn auf. Und es wird ihm nichts mehr passieren. Sie muss es erfahren, jetzt. Gwendolyn, du bist unsere Tochter. Wir sind deine Eltern. Was? Nein. Nein. Es war der einzige Weg, dich zu beschützen. Du musst uns verzeihen, bitte. Wir hatten keine andere Wahl, als dich bei Tante Grace zu lassen. Und ich konnte mir keine bessere Ersatzmutter für dich vorstellen. Ich kann mir gar keine andere Mutter vorstellen. Es tut mir leid, es ist einfach nur so. Nein, ist schon gut. Ich bin mir sicher, Grace ist die Beste. Sie weiß ganz genau, wann du ins Bett musst und was du essen solltest. Alles über Kinderkrankheiten und Impfungen. Dass du dich ja nicht auf irgendwelche blöden Typen einlässt oder sogar Drogen oder dieses Internet. Ich weiß. Aber für mich dürfte sie jetzt nur ein halbes Jahr als eine noch in die Windeln machen. Lucy, es geht mir gut. Ich gewöhne mich sogar langsam an dieses... Dein Leben steht auf dem Spiel, du bist etwas Besonderes, Gequatsche. Aber du bist was Besonderes, weil du unsere Tochter bist. Und wir glauben, dass du als Kind von zwei Zeitreisenden mächtiger bist als der Graf selbst. Nur du kannst ihn aufhalten. Deswegen war es für uns ja so wichtig, dass du ohne den Einfluss der Loge aufwächst. Aber ich bin ganz ehrlich, der Graf wird probieren, dich klein zu kriegen. Du musst zeigen, was in dir steckt. Wie Grotus Exalta, unser Familienmotto. Der Aufstieg des Adlers bedeutet die Rückkehr des Grafen. Wenn er einmal die Kontrolle über die Zeit hat, dann wird ihn niemand mehr aufhalten. Und mit seiner neuen Weltordnung meint er sicherlich nicht das Wohl der Menschheit, sondern sein eigenes und das seiner Anhänger. Seit Jahrhunderten arbeitet er schon an einer Herrschaft dieser sogenannten Elite. Sie werden alles kontrollieren. Finanzströme, Saatgut, Wasserversorgung, Impfstoffe, Schulen. Und sie werden alles ausschalten, was nicht in ihr Menschenbild passt. Aber was können wir dagegen tun? Ich werde erstmal ins Jahr 1783 reisen, um dort die Florentinische Allianz zu treffen. Lord Alistair hat versprochen, Paul das gestohlene Memoir des Grafen zu geben. Wir glauben, dass er darin seine konkreten Pläne fixiert hat. Mach das nicht. Die sind total gefährlich und die wollen uns alle vernichten. Es ist die einzige Möglichkeit. Es wird uns helfen und dir auch. Helfen wobei? Ich kann einfach nicht mehr. Gwendolyn, du wirst sehr geliebt. Bitte vergiss das nicht. Wer hat Gwendolyn zur Welt gebracht? Wer? Wer? Es war irgendwas mit L. Lucia, Lucilda, Lucy. Lucy! Lucy Montrose. Der Saphir. Unglaublich. Das wollten sie geheim halten. Der Rubin ist Abkömmling eines weiblichen und eines männlichen Genträgers. Das macht ihn besonders. Hey,
Frau gehen. Bring unseren Gast nach Hause. Kann ich dir helfen, Gideon? Gideon? Leslie, ich muss dringend Gwen sprechen. Gib sie mir. Nee, sie ist gerade nicht hier. Also, aber sie kommt wieder. Gleich. Wo bist du? Eingestellt, aber sie ist nicht wieder aufgetaucht. Leslie, das ist verdammt gefährlich. Sie könnte jetzt wer weiß wo sein. Eingemauert, verletzt, verschüttet. Wie konnte sie nur so leichtsinnig sein? Wir müssen sie suchen. Gwendolyn. Du bist unsere Tochter. Wir hatten keine andere Wahl, als dich bei Tante Grace zu lassen. Hey, Sie sind auf der Mailbox von Grace Shepherd gelandet. Gute Nachrichten nach dem Piep. Hallo, Grace. Oder soll ich lieber weiter Mom sagen? Aber leider bist du ja gar nicht meine Mom. Denn leider ist mein ganzes Leben eine einzige Lüge. Warum hast du es mir nicht einfach gesagt, verdammt? Warst du zu feige oder dachtest du, ich sei zu blöd, es zu verstehen? Oder war es einfach nur leichter für dich, mir nicht zu sagen, dass ich gar nicht zu euch gehöre? Dass Nick nicht mein Bruder ist und Dad nicht mein Vater und du nicht... Warum hast du es mir nicht gesagt? Nicht weinen. Vergiss nicht, du hast einen kleinen dämonischen Verbündeten auf dieser Erde. Bereit, alle Feinde zu vernichten. Hau einfach ab. Gar nichts, verstehst du? Meine Mom, ich, Lucy und Paul sind, es war alles eine Lüge. Ich bin ganz allein. Bist du nicht? Mich wirst du nicht mehr los. Das kannst du vergessen. Das mit Paul, was du gesehen hast. Das war eine väterliche Umarmung, nichts weiter. Ich weiß. Ich bring dich jetzt nach Hause. Willst du noch was? Nein. Wieso? Sieht so aus, als wär's jetzt eine von uns. Eine echte Devier.
Da träumst du von. Zum Glück trennen uns mindestens 5 Generationen. Du sagst mir das nächste Mal Bescheid, wenn du in die Vergangenheit reist. Verstanden? Es ist verdammt gefährlich, Gwendolyn. Es gibt 1000 Dinge, auf die du achten musst. Wirst du ihnen sagen, dass ich den 2. Chronographen habe? Was denkst du? Hast du? Bei Lucy. Kannst du bitte immer meine Mom bleiben? Egal, was passiert. Immer, egal, was passiert. Es tut mir so leid. Vielleicht verstehst du das ja irgendwann. Du weißt, wie sehr ich dich immer... Ich glaube schon. Wie geht's, Lucy? Sie war total durch den Wind. Paul war eigentlich ganz entspannt, aber er hatte ständig Tränen in den Augen. Ich mag sie. Aber du... Ich würde vieles darum geben, Lucy noch einmal zu sehen. Machst du mir Pfannkuchen? Mit Apfelmus? So viel du willst, meine Süße. Sag mal... Ist das Tante Maddys Morgenmantel? Gwendolyn, es muss schlimm sein, in solchen Verhältnissen aufzuwachsen. Aber nun werden wir dir Halt geben und dein Leben lenken. Heute werdet ihr den Grafen hier im Hause treffen. Ein Nachmittagsbesuch, 17:83. Schon wieder? Muss ich da echt mit... Du bist deine Dienerin. Du musst mitkommen. Du bist mir noch was schuldig, schon vergessen? Was? Was sollte das denn gerade? Willst du mich erpressen? Wenn ich nicht tue, was du willst, dann verrätst du, dass ich den Chronographen habe, oder was? Es ist wichtig, dass die Loge dir vertraut. Nur so kommen wir hinter das Ganze. Also... Außerdem wollte ich mit dir alleine sein. Ich muss mit dir reden. Ja, wegen dem Bitte, Gwendolyn, kannst du mal für eine Minute den Mund halten? Ich muss ja gerade meinen ganzen Mut zusammennehmen, um dir etwas zu sagen, etwas Nettes. Und ich habe da drin keine Übung. Mhm. Ich habe in den letzten Tagen wirklich versucht, nicht an dich zu denken. Und es ist unmöglich. Ich weiß aber auch nie, was als Nächstes kommt bei dir. Du bist so furchtbar störrisch und kompliziert und unmöglich. Was Nettes. Daran hast du tatsächlich keine Übung. Gut, und dann bist du wieder klug und mutig und hübsch. Und ich weiß, dass es gegen alle Regeln verstößt. Niemandem gefällt das. Und der Graf sagt, es sei eine romantische Schwäche. Aber das ist mir egal, Gwen, weil wir gehören zusammen. Und das Schlimmste ist, du musst nur im gleichen Raum sein wie ich. Und ich will dich küssen. Ja. Ja, das ist total schlimm. Warum sagst du mir das gerade jetzt? Weil ich nicht mehr kann, verdammt. Ich kann nicht die ganze Zeit böse auf dich sein und ständig Angst um dich haben. Ich will mit dir zusammenarbeiten. Keine Geheimnisse mehr, offene Karten, keine Lügen und keine Alleingänge. Du bist wichtig für mich. Als Team sind wir unschlagbar, egal was passiert. Aber ich will, dass du mir vertraust. Ich liebe dich. Wirklich? Ja, wirklich.
kannst jetzt wieder normal atmen. Ein und aus. Auf damit. Es ist unerträglich, wie eingebildet du bist. Tut mir leid, aber es ist einfach so ein berauschendes Gefühl, dass du wegen mir vergisst zu atmen. Madame. Pünktlich als meine Taschenuhr, ma chère. Ihr traf mich bereits am morgigen Tag. Ich liebe deine Paradoxa. Wie wird die Sache verlaufen? Es war furchtbar. Die Allianz hat uns angegriffen. Ja, aber ich... Wir haben Lord Alistair besiegt. Eure Fechtkünste sind sicher beachtlich, junger Freund. Nun, Gwendolyn fand etwas in ihrem Retikül, das sehr hilfreich war. Ich werde euch erinnern. Voudrez-vous remettre cette lettre à notre chère amie Lady Lavinia? Lady Lavinia, die schon wieder. Votre cheval vous attend dans la cour. Tja, und jetzt zu euch, mein Kind. Ich sehe mit Genugtuung, dass ihr nun unserer Sache verbunden seid. Überlasst das Denken uns. Wir werden euch leiten. Da irren Sie. Ich werde nur meinem eigenen Urteil vertrauen. Mir können Sie nichts vormachen und ich lasse mich nicht für Ihre Sache einspannen. Wie naiv seid ihr zu glauben, ein kleines Mädchen allein könnte den Aufstieg des Adlers aufhalten? Gideon steht auf meiner Seite. Ach ja? Seid ihr euch da so sicher? Euer Geliebter stattet soeben der zauberhaften Lady Lavinia einen Besuch ab. Sicher ein sehr erfüllender Zeitvertreib. Gwendolyn, eine kluge Frau, versteht es, ihre Eifersucht zu verbergen. Was? Das ist doch egal. Bewundernswert, wie gut Gideon in so kurzer Zeit seine Aufgabe gemeistert hat. Seine Aufgabe? Wahrscheinlich hat er sich nicht mal anstrengen müssen, dass ihm euer kleines Mädchenherz vor die Füße gefallen ist. Ich lasse garantiert niemandem mein Herz einfach so vor die Füße fallen. Er hat einfach eingesehen, dass verliebte Frauen leichter zu kontrollieren sind. Nein, das ist nicht wahr. Nichts ist schmerzhafter als ein gebrochenes Herz, ich weiß. Ma chère, wenn ich will, dass du glücklich bist, bist du glücklich. Und wenn ich will, dass du leidest, dann leidest du. Erst dein Tod wird das beenden. Warum siehst du dir nicht ein, dass dein Leben ganz allein in meiner Hand liegt? Dann könnte ich dir dergleichen schmerzhafte Beweise ersparen. Gwen! Was? Hey, was ist denn los? Was ist denn? Der Graf hat mir gesagt, dass ihr glaubt, eine verliebte Frau sei leichter zu kontrollieren. Was? Aber nein. Ja, das hast du wirklich gut gemacht, findet er übrigens auch. Haha, keine Geheimnisse mehr. Haha, ich will, dass du mir vertraust. Haha, ich liebe dich. Oh Gott, ist das Blut. Ja, aber nicht meins. Ich bin in was reingeraten. Was ist denn los? Ich will nur wissen, ob es wahr ist. Können wir dann nachher drüber reden? Nein, jetzt. Jetzt. Es reicht, wenn du ja oder nein sagst. Hat der Graf dir die Aufgabe gegeben, mich in dich verliebt zu machen? Ja oder nein? Can we leave?
secrets inside the dark. No longer believe in the lie. Can we love a mystery? At least we can try. Ich habe mir erlaubt, diese besondere Apparatur hinter meiner privaten Jagdausrüstung zu verstecken. Niemand wird es auch nur wagen, dort danach zu suchen. Lass den Kopf nicht hängen, Gwendolyn. Erinnerst du dich daran? Dann liegt es noch vor euch. Es ist ein Versprechen. Different directions, 3D, 4D, fifth dimension. Always something left in question. Wall after wall, swallowing the dream. Keep on shaking, nothing's what you seem. Another leap of time, the secrets that we find. Dark matter, girl, we gotta realize. We gotta realize. We gotta realize. Stabilize, feel the breath. Habt ihr das Memoir des Grafen? Natürlich. Hier. Verworrenes Geschwafel eines Besessenen. Alle bekannten Details über den Grafen, die Loge und ihre Mitglieder. Schwört bei Gott dem Allmächtigen, dass ihr es nur gegen den Grafen selbst und nicht gegen die Genträger verwendet. Mir ist es gleich, ob ich diese Papiere aus euren lebenden oder toten Händen halte. Ich werde euch vernichten, Dämon. Gut. Aber dich hat's erwischt. Oh. Aber das war's wert. Sag mir nur eins, liebst du Gwen? Aufrichtig? Mehr als deine Herkunft, mehr als dein Leben, bist du bereit, mit ihr zu kämpfen? Ja, verdammt. Dann lies es. Das Memoir des Grafen. Versprich mir das.
hundred times, falling down, I'm still alive. Am I? Am I? So hard to breathe when the water's high. Need to swim, I learn to fly. So high, so high. Find the truth in a child's eyes when the only limit is the sky. Living proof, I see myself here. Like a lion, I will survive. Will I? Will I? You gotta stand for something. Even if you stand alone, don't be afraid. It's gonna be alright. You'll find the truth in a child's eyes when the only limit is the sky. Living proof, I see myself.